Guillaume Fehre. Es ist das erste Wochenende im Trainingslager. Seit Donnerstag trainiert die Mannschaft hier in der Türkei. Wie lautet dein Fazit nach diesen ersten Tagen? Ja, also es sind gute Bedingungen hier. Das sind ja also, das ist alles perfekt, um dass wir gut trainieren. Und ich hoffe, dass wir noch ein paar Stunden auf dem Platz machen. Heute Nachmittag stehst du im Tor im Testspiel gegen Aalen. Was denkst du, wie wird das Spiel und worum geht es in diesem Spiel? Ja, also das wird ein wichtiges Spiel wie gestern. Gestern war wichtig auch zu gewinnen. Und heute warten wir auf eine gute Mannschaft, die spielt. Die spielen sehr aggressiv, sehr kompakt, wie eine deutsche Mannschaft, Bundesliga-Mannschaft. Und ja, wir müssen bereit sein. Solid, Zweikampf müssen wir die gewinnen und das Spiel gewinnen. Der Abend ist dann frei heute, morgen auch der Morgen. Wie sieht dein Programm aus? Also heute Abend machen wir sicher etwas zusammen, einen Ausgang mit Mannschaft. Wir wissen nicht ganz genau wo, aber ja, wir werden diese Zeit genießen. Und morgen auch ist ein Tag, wo wir werden noch erholen, und das wird auch wichtig für die nächsten.